Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Liebe und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positiver Disziplin. Als ich letzte Woche das Video zum Thema Montessori-Spielsachen für Kleinkinder bearbeitet habe, musste ich leider ziemlich viele Sachen ausschneiden, was Besonderheiten des Montessori-Materials angeht. Ich glaube jedoch, das Thema verdient eines eigenständigen Videos und heute zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ein Spielzimmer oder eine Spielecke für dein Kleines nach Montessori einfach einrichten kannst. Unabhängig davon, ob du dem Montessori-Ansatz folgst, kannst du und dein Kleinkind davon profitieren. Wenn du zu Hause ein unabhängiges, motiviertes, hochkonzentriertes Kleinkind haben möchtest und ein Spielzimmer, was man kaum aufräumen muss, dann folge diesen Schritten. Wenn du bereits ein Spielzimmer oder eine Spielecke für dein Kind definiert hast, wo dein Kind die meiste Zeit spielen wird, hol dir ein Montessori-Regal. Was ist ein Montessori-Regal? Das ist ein Regal, wo das Spielzeug platziert wird. Das Spielzeug befindet sich nicht in den Spielzeugkisten, die kannst du gleich wegräumen, sondern es wird auf einem Regal, auf einem offenen Regal platziert. Das Regal soll natürlich so hoch sein, dass das Kind selbstständig drankommen kann und das Spielzeug, die Spielsachen von dem Regal selbstständig holen kann. Wo kriegst du Montessori-Regal? Überall in jedem Möbelgeschäft. Ich finde, in IKEA gibt es viele Möglichkeiten. Diese Kallax-Regale sind perfekt, weil die haben Abteile, so dass man Material in jedem Abteil präsentieren kann. Für ganz kleines Kind, für ein Baby, haben wir sogar eine TV-Bank von IKEA genutzt. Die finde ich auch ganz gut. Die hat passende Größe. Kostet, glaube ich, sogar 14 Euro oder 15 Euro und passt ganz gut in ein kleines Babyzimmer. Da kannst du alles Mögliche nehmen, was dir gefällt. Die Bedingung ist, dass das Regal offen sein soll. Schritt Nummer 2. Räume das gesamte Spielzeug weg. Alles, was das Kind besitzt, alle Spielzeugkisten, was du hast, räume dir erstmal alles von dieser Spielzeugecke weg. Wir bewahren unser Spielzeug in durchsichtigen Boxen im Keller. Du kannst dafür verschiedene Möglichkeiten finden, vielleicht auf dem Schrank, unter dem Bett, im Schrank, je nachdem, wo du Aufbewahrungsmöglichkeiten hast. Das meiste Spielzeug, was dein Kind besitzt, hat das Kind nicht in seinem Spielzimmer. Das meiste Spielzeug, was dein Kind besitzt, ist in einem Aufbewahrungsort, wo das Kind keinen Zugang hat. Schritt Nummer 3. Geh durch das ganze Spielzeug, was du gerade weggeräumt hast, durch. Geh durch das ganze Material, was du hast und suche nur die Sachen aus, die altersgerecht sind. Je nachdem, in welchem Alter dein Kind ist, such dir nur die Sachen aus, womit das Kind spielen kann und was seinem Alter entspricht. Du kannst diese Spielsachen dann in Kategorien einsortieren. Erste Kategorie wäre Hand-Auge-Koordination. Das sind Spielsachen, wo das feinmotorische Fähigkeiten von deinem Kind verlangen, wo das Kind viel mit den Händen machen muss. Zweite Kategorie könnte zum Beispiel Bewegung und Musik sein. Da sind Musikinstrumente oder verschiedene Spielzeuge, die Bewegung fördern, die grobmotorische Entwicklung deines Kindes fördern. Dritte Kategorie ist die Sprachentwicklung, Sprachmaterial für dein Kind. Die vierte Kategorie wäre Kunst und Handwerk. Das sind Malstifte, alles was zum Basteln gedacht ist, Kreide, Malstifte, Farben und so weiter, was die Kreativität deines Kindes fördert. Und diese Kategorien betreffen meistens Kleinkinder. Für ältere Kinder kommen andere Kategorien dazu. Aber ich möchte einfach kurz Übersicht geben, wie man Spielzeug in die Boxen einsortieren kann, so dass man selbst Übersicht hat und einen schnellen Zugriff hat zu dem, was man braucht. Schritt Nummer 4. Beobachtung. Du beobachtest dein Kind. Du schaust, wo liegen die Interessen deines Kindes. Was macht dein Kind besonders gerne? Womit beschäftigt es sich? Du als Begleitperson bleibst mit deinem Kind die meiste Zeit, vor allem jetzt in Corona-Zeit, sind wir ständig mit unseren Kindern und wir können die ganz gut beobachten und überlegen, was genau macht mein Kind, woran arbeitet das Kind gerade. Und diese Beobachtung wird uns sagen, welches Spielzeug, welches Material braucht dein Kind,
dein individuelles Kind in diesem Moment. Wir können jetzt nicht pauschalisieren, jedes Kind ist individuell und jedes Kind hat individuellen Entwicklungsschritt, was er gerade durchläuft. Und diesen Entwicklungsschritt musst du durch Beobachtung feststellen und das entsprechende Spielzeug, das entsprechende Material deinem Kind geben. Und Schritt Nummer 5, du räumst das Material, was du denkst, für dein Kind gerade passend ist, womit er gerade gerne spielen wird, was seinen Interessen entspricht und was altersgerecht ist, räumst das auf das vorbereitete Regal ein. Maximal 6 bis 8 Spielsachen auf einmal, mehr nicht, mehr überfordert das Kleinkind, es braucht nicht mehr. Und versuch auch die Spielsachen aus diesen genannten Kategorien einzuräumen, so dass das Kind sich nicht einseitig entwickelt, also nicht, dass das ganze Spielzeug nicht nur die Feinmotorik betrifft, sondern andere Kategorien wie Bewegung, Sprache auch vertreten sind. So, jetzt kommen wir zu Besonderheiten, was Montessori-Material betrifft. Übrigens, in Montessori-Welt spricht man nicht von dem Spielzeug, sondern von dem Material. Und hier merkt man bereits den hohen Stellenwert und die Aufgaben, die diesem Material beigemessen sind. Es soll das Kind dazu ermutigen, das in die Hand zu nehmen. Es soll das Kind dazu ermutigen, selbstständig dran zu arbeiten, das zu Ende zu machen und auf sein Tun sich zu konzentrieren. Man legt auf jeden Fall Wert auf die Qualität des Materials. Am besten sind es Naturmaterialien, also zum Beispiel Material aus Holz ist eine bessere Wahl. Andere Besonderheit der Montessori-Sprache ist, das Kind spielt nicht mit dem Spielzeug, sondern arbeitet mit dem Material. Jedes Kind hat einen inneren Lehrer in sich, hat einen inneren Drang, neue Wissen an sich anzueignen, neue Informationen zu bekommen, herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Das kommt alles von dem Inneren. Es ist sogenannter innerer Lehrer, der das Kind begleitet. Das Kind macht nicht einfach so bestimmte Sachen. Das Kind wirft nicht einfach so Sachen vom Hochstuhl runter, um dich zu ärgern. Es leitet durch einen Drang herauszufinden, was passiert, wenn ich Gegenstände einfach fallen lasse. Wie funktioniert die Schwerkraft? Was ist überhaupt die Schwerkraft? Natürlich, wir Erwachsene wissen das und nehmen das für selbstverständlich. Das Kind kommt auf diese Welt und weiß noch gar nichts. Und alles, was es begreifen soll, begreift er durch Experimente, durchs Erforschen, durch die Hände. Und er wird durch diesen inneren Lehrer geleitet. Deswegen, um neue Fähigkeiten zu erwerben, arbeitet das Kind dran. Das spielt nicht einfach so, weil er die Zeit so vertreibt, sondern das Kind arbeitet dran, um sich in seinen Fähigkeiten zu steigern, um seine Fähigkeiten zu verbessern und Schritt für Schritt seine Entwicklung voranzutreiben. Es versucht in dieser Sache Meister zu sein. Das spielt nicht, sondern arbeitet. So, jetzt haben wir Material ausgesucht, was für das Kind passend ist, was seinen Interessen entspricht. Wie präsentierst du das Material? In Montessori wird oft Material auf einem Tablett präsentiert. Wieso? Weil so ist das Ganze, was das Kind braucht, an einem Ort auf einem Tablett. Und das ist ganz einfach für das Kind, das Tablett von dem Regal herunterzuholen und mit diesem Material zu arbeiten. Deswegen ist es sehr praktisch und es ist reizvoll für das Kind, so Material zu sehen. Anderer Punkt ist, Material wird immer in dekonstruierter Form präsentiert. Wenn du zum Beispiel Stapelringe deinen Kindern geben sollst, musst du das auseinandernehmen und in einer Schale zum Beispiel die Ringe neben dem Stab stellen, so dass das Kind Reize bekommt, diesen Stab, die Ringe auf den Stab aufzufädeln und eine Pyramide zu bauen. Genauso wie mit Puzzeln. Du präsentierst es nie in einer fertigen Variante. In so einer Variante hat das Kind die Reize, das zu lösen, die Aufgabe zu lösen. Nächster Punkt ist, wie platzierst du Material auf dem Tablett? In Montessori gibt es auch eine bestimmte Regel, eine Reihenfolge. Du präsentierst das Material immer von links nach rechts, so dass dein Kind immer zur linken Seite greifen muss, um Puzzle zum Beispiel auf der rechten Seite einzusortieren. Und wieso machst du das? Das ist eigentlich eine indirekte Vorbereitung aufs Schreiben.
In unserer Kultur schreiben wir von links nach rechts und so lernt die Hand des Kindes, die Muskeln der Hand merken sich diesen Bewegungsablauf von links nach rechts, von links nach rechts. Und die Muskeln haben ein Gedächtnis, das weißt du bestimmt, und so wird die Hand auch vorbereitet. Nun hast du dein Regal vorbereitet, das Material ist altersgerecht, entspricht den Interessen des Kindes und du hast es entsprechend auf den Tabletts vorbereitet und das Material wartet auf dein Kind. Bevor das Kind das Material eigenständig in die Hand bekommt, macht man in Montessori eine Darbietung. Zuerst musst du das Material dem Kind präsentieren und zeigen, wie das Kind mit diesem Material arbeiten soll. Am besten, das Kind sitzt und beobachtet, wie du diese Darbietung machst. Vergiss nicht, dass du dabei noch die Kommentare weglassen sollst, also ohne Wörter, du zeigst es dem Kind. Das Kind saugt es mit seinen Augen auf. Wenn du dabei noch kommentierst, ist es störend für das Kind. Das Kind weiß nicht, worauf es sich konzentrieren soll. Auf das, was du dem Kind zeigst oder auf das, was du dem Kind sagst. Es gibt eine Montessori-Pädagogin im englischen Sprachraum und sie hat ein Akronym ausgedacht. Show. Show your child. Show bedeutet slow hands und mit words. Langsame Hände ohne Wörter. Zeigen ohne Wörter. Das Kind saugt das mit den Augen auf. Wenn du das Kind diese Darbietung gemacht hast, dann ist dein Kind dran. Und das Kind kann so lange mit dem Spielzeug, mit dem Material spielen, wie es möchte und so lange dran arbeiten, wie es möchte. Was du noch beachten sollst, ist, dass Material nicht viel zu leicht für das Kind ist. Sonst wird das Kind sehr schnell das Interesse verlieren und das Material nicht mehr anfassen. Es soll natürlich auch nicht viel zu schwer für das Kind sein, sonst wird das Kind viel zu schnell frustriert und wird das Material auch nicht anfassen. Also wie gesagt, altersgerecht und Interessen entsprechend und in der Schwierigkeitsform, wo das Kind das tatsächlich meistern kann und Erfolg haben kann und Herausforderungen hat. Und die letzte Eigenschaft des Montessori-Materials, worauf ich noch unbedingt aufmerksam machen möchte, ist Isolation der Merkmale. Bei Montessori-Material wirst du immer diese Eigenschaft finden. Isolation der Merkmale. Was bedeutet das? Jedes Material hat eine bestimmte Aufgabe und diese Aufgabe soll dem Kind in so einer Form gestellt werden, so dass das Kind auch diese Aufgabe versteht. Also als Beispiel, wir haben hier eine Sortierbox. Das ganze Box ist in Rot gehalten und die Formen, die das Kind einsortieren soll, sind rot. Das Kind, die Aufgabe des Materials ist, dem Kind die Formen beizubringen, so dass er die Formen kennenlernt, die dreidimensional sind und versucht, die Formen entsprechend in die Öffnungen einzusortieren. Das Material hat keine bunten Farben, sonst hätte Material eine zweite Aufgabe, dass das Kind Farben lernen soll. Aber in Montessori wird es vermieden. Es gibt keine Spielzeuge, die zwei in einem sind. Also zwei verschiedene Aufgaben in einem Spielzeug oder sogar drei und vier verschiedene Aufgaben in einem Spielzeug. Das ist aber alles überflüssig und überfordert so ein kleines Kind. Das kleine Kind in dem Alter kann diesen allen Aufgaben und Eigenschaften des Materials nicht selbstständig isolieren. Deswegen ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass das Material oder Spielzeug, wenn du das nicht im Montessori-Shop beziehst, sondern ein Spielzeug kaufst, achte einfach darauf, dass dieses Material nicht so viele Sachen dabei hat, was verschiedene Aufgaben erfüllen soll. Und wir kommen eigentlich zu dem letzten Punkt, was Material so besonders ausmacht, ist, das Material beinhaltet Fehlerkorrekturen. Also wenn das Kind irgendwas nicht richtig einsortiert oder nicht richtig macht, merkt das Kind das selbst. Es braucht keinen Lehrer, der ihm sagt, ah, da hast du es falsch gemacht. Sondern das Kind merkt es selbst. Wenn es irgendwo nicht hineinpasst, wird es selber merken und verstehen, dass es Fehler gemacht hat und wird es einfach von vorne anfangen. Und das Material von Montessori fördert die Selbstständigkeit des Kindes, es fördert Unabhängigkeit des Kindes vom Erwachsenen. Erwachsener muss nicht dabei sein und mit dem Kind zusammen an dem Material arbeiten, sondern das Kind hat Freiheit, ein Material auszusuchen, was es möchte und es hat Freiheit, alleine und selbstständig dran zu arbeiten.
Und wir kommen noch zu dem letzten Schritt. Das war Schritt Nummer 6. Beobachtung. Nochmal Beobachtung. Ja, es dreht sich alles im Kreis. Jetzt hast du deine Spielecke eingerichtet, dein Montessori-Regal aufgestellt, Material deinem Kind angeboten. Und du denkst, dass dieses Material den Interessen deines Kindes entspricht. Jetzt zieh dich zurück. Bleib in der Nähe von deinem Kind. Beobachte dein Kind. Beobachte, ob das mit diesem Material tatsächlich spielt. Hat es noch Interesse an dem Material? Spielt er länger dabei? Braucht es vielleicht Hilfe? Ist es zu leicht oder zu schwer? Das alles kannst du durch Beobachtung feststellen und feststellen, welches Material du aus dem Regal herausholen sollst, welches Material du ersetzen sollst, wo die Schwierigkeitsstufe erhöht werden muss und so weiter. Weil das, was wir alles in den Containern an unserem Aufbewahrungsort gebracht haben, das ist das Material, was später in Rotation kommt. Das ganze Regal wird immer rotieren. Durch deine Beobachtung merkst du, ob das Kind noch Interesse hat in dem bestimmten Material oder nicht. Wenn das Interesse vorbei ist, nimmst du das Material raus und bringst ein neues Material. Hast du vielleicht gemerkt, wie frustriert dein Kind durch die große Spielzeugkiste durchgewühlt hat, dann im Endeffekt alle Spielzeuge rausgeholt hat und die ganzen Spielzeuge lagen auf dem Boden, weil das Kind hat nach einem bestimmten Spielzeug gesucht, was irgendwo am Boden dieses Büchses war. Das hast du bestimmt beobachtet und dann warst du frustriert als Mama oder als Begleitperson, das ganze Spielzeug wieder einzuräumen, wieder Ordnung ins Spielzimmer zu bringen. Das alles kannst du jetzt vergessen. Durch dieses Konzept, was ich gerade präsentiert habe, wirst du immer aufgeräumte Spielzimmer haben. Dein Kind wird immer wissen, wo alles liegt. Das ganze Material, womit er gerne spielt, ist jetzt auf dem Regal. Übersichtlich. Das Kind hat immer Zugriff dran. Das Kind das selbstständig rausholen, dran arbeiten und wieder zurückbringen. Und das ist alles viel entspannter als zuvor. Ich hoffe sehr, das Video war hilfreich. Ich hoffe sehr, dass du diese Ideen in deinen Kinderzimmern umsetzen wirst und deinem Kind auch Freude bringst, die Ordnung schaffst und für dich selbst auch innere Ruhe schaffst. Du hast eine Ordnung, alles hat einen Platz und alles ist an seinem Platz. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Falls du irgendwelche Anmerkungen hast, schreib mir das unbedingt in den Kommentaren. Falls du noch kein Abonnent bist, bitte ich dich, meinen Kanal zu abonnieren. Hier kommen verschiedene Informationen zu der Entwicklung deines Kindes. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.